Ja, vielen Dank. Ich bin hier, um über mein eigenes Projekt @povimanu Politikwissenschaft und Forschung auf Instagram reden zu dürfen. Ein Projekt, das ich im Januar 2020 ins Leben gerufen habe, aus persönlichem Spaß, weil ich dachte, wie wahrscheinlich viele hier, dass Wissenschaftskommunikation einfach wichtig ist. Und deswegen möchte ich auch nicht groß darüber reden, warum Wissenschaftskommunikation wichtig ist, sondern ganz speziell, warum es für Sozial- und Politikwissenschaft auch wichtig ist. Denn immer wenn ich ja Menschen gefragt habe oder erzählt habe im Studium, dann was ich so tue, kam meistens die gleiche Frage. Und zwar, willst du dann Bundeskanzler werden? Und später mit internationalen Kommilitonen und Kommilitoninnen habe ich genau die gleiche Reaktion gehört, nur halt jeweils mit dem Staatsoberhaupt eines anderen Landes. Funktioniert eigentlich überall. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist zwar so ein bisschen ein Running Gag geworden, aber man sieht einfach, dass es eigentlich gar kein Verständnis dafür gibt, was Politikwissenschaft oder Sozialwissenschaften, Soziologie etc. wirklich sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war mir persönlich nicht ganz klar, als ich mein Studium begonnen habe. Und eigentlich hatte ich nur Glück, dass ich daran so viel Freude gefunden habe, als ich dann erfahren habe, was tatsächlich alles beinhaltet, dass ich es dann auch weiterführend betrieben habe und jetzt eben auch in diesem Fach promoviere. Also war meine Mission oder meine Idee, ich möchte die Politikwissenschaft in einen Modus bringen, in ein Medium bringen, wo ich sie einer breiteren, Audience mit vielleicht auch nicht ganz politikwissenschaftlichem, akademischem Hintergrund näher bringen kann. Und dabei habe ich mich für Instagram entschieden. Warum Instagram? Während ich auf Twitter irgendwie so das Gefühl habe, Deutsch-Twitter ist sehr, sehr speziell und da ist man sehr, sehr professionell auch unterwegs im Akademischen, hatte ich auf Instagram vor allem meinen Freundeskreis. Das sind Menschen, wo ich dachte, okay, das sind die, die ich erreichen möchte, die ich ansonsten mit Publikationen etc., mit Vorträgen oder Vorlesungen auf keinen Fall erreichen würde. Und Instagram hat auch einen anderen sehr wichtigen Mechanismus, und das ist, dass man dort oft auf Inhalte aus reinem Zufall, beziehungsweise Zufall in Abhängigkeit des Algorithmus von Instagram natürlich, findet. Und so gibt es beispielsweise Stories. Stories, das sind so Slides, die erscheinen von den verschiedenen Accounts nacheinander und die kann man so weiter wischen. Und mit Stories, da kann man schön auf ein Thema hinarbeiten. Und so habe ich das beispielsweise genutzt, um aus politikwissenschaftlicher Perspektive auch tagesaktuelle Politik zu betrachten. Es geht ja nicht nur darum, sich eine Meinung zu bilden, sondern auch politikwissenschaftlich die Strukturen dahinter zu verstehen. So konnte man beispielsweise sehr, sehr schön darstellen, wie das Wahlrecht in Baden-Württemberg dazu geführt hat, dass es bei der Bürgermeisterwahl in Stuttgart zu einem Koordinationsdilemma im linksgrünen Lager geführt hat. Und man konnte schon vor der Stichwahl eigentlich prognostizieren, dass das ziemlich gut für den CDUler Dr. Frank Knopper dann schließlich ausgehen würde. Ich benutze natürlich auch Beiträge. Das sind meistens Beiträge, entweder wo es um Paper geht, wo es um Forschung geht. Es geht aber auch um Begriffe aus der Politikwissenschaft, wie beispielsweise Populismus, wo man einfach auch sagen muss, das sind Begriffe, die oft auch im Journalismus ziemlich frei benutzt werden, ohne dass man sich wirklich hinterfragt, was dahinter steckt und ob da sich vielleicht nicht schon mal jemand Gedanken drüber gemacht hat, was damit gemacht wird oder gemeint wird und was eben auch nicht. Dafür darf es dann natürlich auch gerne auch mal humoristisch sein. Der Humor darf auf Instagram nie fehlen. Beispielsweise ein bisschen aus der Forschung, als ich meine erste Präsentation aus dem Homeoffice raus natürlich bei einer deutschen Konferenz, dem Arbeitskreis Wahlen hatte, hat mich mein Internetprovider kläglich im Stich gelassen, was ich dann auch gerne auf meinem Profil rezipiere. Und Instagram hat noch einen weiteren Vorteil. Man kann sich mit anderen Accounts connecten. Und so hatte ich die Freude, einen Bekannten, den ich über eine Stiftung kennengelernt habe, zu interviewen. Und er ist einfach ein ziemlicher Experte, wenn es um die Reform des Bundestagswahlrechts geht, ging. Und als das eben auch im Bundestag auf der Agenda stand, hatte ich eine gesamte Woche dazu, um zum besseren Verständnis des Bundeswahlrechts beizutragen, um dann darin zu enden, weshalb es eben problematisch oder Probleme hat und was jetzt eventuell getan wird. Was ist seitdem passiert, seit ich dieses Profil habe? Es gibt hunderte an Reaktionen auf Stories und Beiträge und das sind auch Fragen inhaltlicherweise drunter. Mittlerweile erreichen mich allerdings auch Fragen zu
Ja, ganz allgemein Ding. Es fragen mich Leute, die gerade das Abitur machen, ob denn wirklich in jedem politikwissenschaftlichen Studiengang so viel Statistik und Mathe drin ist, wie ich es beispielsweise oft darstelle in meiner Arbeit. Es erreichen mich Fragen über, wie wäre es denn im Herbst in Mannheim anzufangen zu studieren. Man connectet auch so ein bisschen mit den Accounts von den Studierenden an der Uni. Es gibt beispielsweise einen Meme-Account der Provi-Studierenden an der Uni Mannheim, mit dem ich ein freundschaftliches Verhältnis pflege, und ich benutze auch gern mein Profil, um die Aktionen des Asters oder der Fachschaft zu bewerben. Und zwei Dinge, die passiert sind, freuen mich ganz besonders. Es gibt beispielsweise das junge Magazin Humocracy auf Instagram. Die sind auf mich so aufmerksam geworden und haben mich letztendlich gefragt, ob ich nicht Teil ihrer Themenwoche zu den Wahlen ab 16 sein könnte. Genauso haben mich Studierende der Universität Frankfurt angeschrieben, ob ich nicht beitragen könnte zu ihrem Populismus-Podcasting-Projekt. Was natürlich alles sehr schön ist, beinhaltet aber auch gewisse Herausforderungen. Und da kann ich gleich im Voraus auch sagen, es ist Zeit und Aufwand verbunden, wie wahrscheinlich mit allen Projekten. Wir haben das ja auch schon heute sehr gut gehört. Da steckt man so ein bisschen mit Freizeit drin. Der Drive ist nicht monetär natürlich, sondern das ist einfach aus einer gewissen Art und Überzeugung, allerdings auch auf eine gewisse Art und Weise von Spaß. Man braucht technische Ressourcen auf eine gewisse Art und Weise. Die sind allerdings oft auch nicht für kommunizierende WissenschaftlerInnen ausgelegt, sondern vor allem auf Influencer verschiedenster Art. Da geht es meistens dann eher darum, dass sie einem helfen, einen Shop aufzuziehen etc. Und man ist natürlich da auch Instagram und Facebook ein wenig ausgesetzt. Das heißt, Instagram und Facebook funktionieren ja mit ihrer eigenen Logik ein bisschen. Ich kann aber auch sagen, das kann man alles ein bisschen beiseite schieben, wenn man einfach seinem eigenen Konzept treu bleibt. Denn der Einstieg ist einfach und kostenlos. Und wenn man sich dann da ein bisschen reingefuchst hat, dann findet man auch so ein bisschen seinen eigenen Weg. Man findet heraus, was alltagsnahe Kommunikation ist, was gut ankommt, was nicht so gut ankommt. Man hat eben diesen riesen Vorteil, dass man ganz zufällig zwischen den Urlaubsfotos von anderen Menschen auftauchen könnte oder zwischen den News-Postings der Tagesschau und das bietet so einen Einstieg in eine zufällige Information, die eben nie stattfindet, wenn Menschen sich nicht aktiv irgendwo hinsetzen, um nach verschiedenen Inhalten zu suchen. Und dann findet sich die Zielgruppe auch automatisch selbst. Also ich habe mir überhaupt keine Ziele gesteckt, wie viele Menschen ich damit erreichen möchte. Ich habe es einfach so gedacht, wie es meinen Ressourcen entspricht. Und mittlerweile habe ich für meine Stories immer so um die 300 Leute, die bei allen Slides dabei bleiben. Das können schon mal 5 bis 10 Minuten sein, die man da zu lesen hätte. Und da denke ich mir immer, da habe ich täglich eine kleine Vorlesung, die ich da bespielen kann. Das ist schon ziemlich was. Und deswegen, wir haben es heute auch schon mal gehört, ist mein Tipp einfach machen. Wer sich von so einem Projekt auch angesprochen fühlt, kommt gerne vorbei, kommt auf Instagram, probiert euch aus mit eurem Projekt und ich freue mich auf euch. Bis bald auf Instagram.